Kobold Kommando. Ja, toll. So. Weg mit dir. Speichern? Ja, ich kann speichern. Gut. Ist Feind gesichtet? Wo denn? Ach, hier! Das ist tatsächlich ein Gegner gewesen. Oh. Hä, habe ich die gerade eingesammelt, die Robe? Nein, habe ich nicht. Wo sind die jetzt? Hä? War doch eben gerade noch eine Robe, die ich hätte einsammeln können. Da. Hä? Oh Gott, ein Ogre-Magus. Oh, Feuerball. Hey. Ganz schnell wieder zurück. Verdammt, da ist noch ein Ogrelon. Der muss auch weg. Lernmann Feuerball, bitte. Ja, sehr schön. Blitzstrahl, wow, okay. Ghoulgriff und Todesfolge. Todesfolge hast du definitiv noch nicht. Blitzschutzrobe, ja gut. Ja, die kann weg. So, den kannst du lernen. Doch, funktioniert, sehr schön. So, du da rein. So, und ich versuche jetzt ganz schnell wieder abzuhauen, bevor der Ogre-Magus da... Mensch, kommt da weg. Bevor der Ogre-Magus da auf uns aufmerksam wird. So, weil, ja, die sind nicht ganz so schön, sagen wir es mal so. Muhaha, Winzlinge wollen mit mir kämpfen? Gut. Was, wir sind gekommen, um eurer niederträchtigen Tyrannei ein Ende zu setzen? Wir wissen noch gar nicht, wer das ist. Oder? Ihr und eure Lakaien werden Gülliken nie nicht mehr belästigen. Ihr sollt sterben, hä? Okay. Ah, ich bin bereit, Blut zu sehen. Euer Blut. Ihr geht in die Falle. Wie alle anderen auch. Ich ärgere kleine Halblinge und Helden kommen ins Verlies. Aus ihnen ist mehr rauszuholen als aus einfachen Halblingen. Los, wir kämpfen. Ihr werdet sterben und ich kriege alles, was ihr habt. Oh, oh gut. Wollen wir mal sehen. Oh Gott, da sind auch noch überall Wild. Ja gut, hätte ich mir auch denken können. Und ihr sollt nicht immer, weiß ich, wohin rennen. Mensch. Okay. Ich werde mal einmal rasten hier. Oder versuchen zu rasten zumindest. So, geht doch. Also. Speichern. So. So gut wie erledigt. Das Problem ist, den Ogre-Magus sollte ich eigentlich so ziemlich am Anfang töten. Ja, ja toll. So. Aber dann fallen mir halt die anderen da in den Rücken noch. Ihr habt gerufen? So. Und nun? Gut. So. Für die Gefallenen! Das gibt es nicht. Mensch, renn hier hin. So, so, das schnell noch einsammeln. Was immer ihr braucht. So, du machst ein magisches Geschoss, ja, hier auf den Kobold. Du machst ein magisches Geschoss auf... Na, ja, hier auf den Namen. Okay. Nee, der ist noch nicht tot. Sah ihm so aus, als wenn er umgekippt ist da oben. So, jetzt ist er aber tot. 650. Oh, ein schwarzer Opal, okay. Ein Krummsäbel. Hm. So, ihr versammelt euch mal da. Ah, da geht's hoch, sehe ich gerade.
Na komm. Ocrylon. Also die beiden sollten jetzt nicht mehr das Problem sein. Ja, schick doch einfach noch mehr. Ach Mann, ey. So. Seid ihr fertig? Sorry, wenn ich jetzt im Moment so ein bisschen am Meckern bin, aber wie gesagt, diese Art von Dungeons, die sind einfach meiner Meinung nach sehr schlecht designt. Zumindest hier in dem Spiel. Und es ist dann irgendwo immer ein bisschen frustrierend. Vor allem, wenn dann aus Gegenden, wo man eigentlich schon längst war, noch Gegner herkommen auf einmal wieder. Ja. So, da ist noch was. So, ihr geht jetzt alle hier hin. Oh, das kann nicht wahr sein. Kann ich euch behilflich sein? Ich hatte ja eben die Hoffnung, dass das einfach nur einer ist, der irgendwie sich verirrt hat, so ein bisschen. Wenn niemand Aber nein, das sind wirklich Gegner, die da wieder gespawnt sind. So, speichern. Du suchst nach Fallen und gehst hier ein bisschen rum. Oh Gott. Ja, komm. Zeit für ein Blutbad. Braucht ihr etwas? So. Das ist mein Wort. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ort. So. Ne, Moment. Und nun? Sammelt das Ding doch noch nicht ein, weil du wieder keinen Platz hast. So. 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 So und so. Das sind schon wieder Feuerpfeile. Jetzt kannst du das einsammeln. Ja? So, du suchst weiter nach Fallen. Ich hab genug davon. Hier war ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Nö. Gut, dann hier hinten vielleicht noch. Aber gut, da kann jetzt auch nicht wirklich was sein. Außer noch irgendein Gegner. Im schlimmsten Fall, nö. Ja, dann hier unten. Aber hier kann ein... Na gut, es könnte hier noch Ewigkeiten weitergehen, aber das glaube ich dann eher weniger. Ich glaube tatsächlich, ja, dass wir hier fast durch sind. Ja, Tatsache. Ist ja auch nervig genug gewesen, der ganze Dungeon hier. Moment. Achso, nee. Das ist nur so eine kleine Einbuchtung. Nochmal ganz kurz gucken. Nö. Warum rennt sie denn dahin? Oder habe ich da eben hingeklickt? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. So, hier war jetzt noch ein Ausgang. Da speichere ich aber nicht, dass ich jetzt wieder in irgendein Gebiet komme, wo ich noch gar nicht drin war. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Oh. Yenkal, was in allen neuen Höllen macht ihr hier in meiner Wohnung? Ich weiß nicht, warum ihr hier seid, aber alle Annahmen über die Gastfreundschaft von Halblingen gelten nicht für mich. Wenn jemand bei mir einbricht, töte ich ihn. Ein Halbling seid ihr ein recht unangenehmer Zeitgenosse. Ich werde euch einfach schwadronieren lassen und weiterziehen. Ihr mich umbringen? Ihr macht wohl Witze, Kurzer. Oh. Oh, was? Irgendwie riecht es in eurem kleinen Loch nach Kobold. Ich frage mich, woher das kommt. Ich dachte, Halblinge hassen Kobolde. Oh je, jetzt habt ihr mich ertappt. Ich habe die Kobolde in unser nettes kleines Dorf gelassen. Es ist nur schade, dass ihr niemandem mehr erzählen könnt. Dass ihr das niemandem mehr erzählen könnt, weil ihr sterben werdet. Moment, hier kommt gerade eine voll ausgerüstete Party. Ja, egal. Ich hinterfrag das einfach mal nicht. Also ich wäre da weniger zuversichtlich gewesen, sagen wir es mal so.
sind wir jetzt in dem Kobolddorf wieder, oder was? Oh. Nett, nett. So, nee, das war das Ding von eben. Mann. So, so. Ich bin ganz Ohr. So, gehst mal da weg. Braucht ihr etwas? So gut wie erledigt. Ach so, ah ja, klar. Gut, da sind wir also rausgekommen. Kommst du da jetzt ran? Ja, kommst du. Oh, das ist ein normaler Dolch, ne? Ja. Und nun? So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So, auch mal ein bisschen was. Oh ja, Gold. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Und da ist nur ein Buch drin, egal. So, jetzt bin ich. Ah, okay. Alles klar. Jetzt. Hier sind wir wieder rausgekommen. Das war ja das nächste Ding, was ich jetzt untersucht hätte, eigentlich. Aber ja, gut, hat sich dann ja erledigt. Oder wir haben jetzt. Moment, Jenkelshaus. Wir haben jetzt im Grunde ja diesen Ogermagus da besiegt. Aber wir haben gar keinen Auftrag dafür bekommen, oder? Ja, ich spreche nochmal mit, hier, genau. Mit dem Glücksfuß-Typen. Bullykin ist unser ganzer Stolz. Seid gut Fabian, zu ihr. Ich habe gehört, dass ihr die Ruinen der Feuerweinbrücke von den Kobolden befreit habt. Ach, das waren die Ruinen? Ja, okay. Also ich hätte es jetzt als normalen Dungeon irgendwie angesehen. Die werden unser kleines Dorf nicht mehr belästigen. Ich möchte euch zu eurer guten Arbeit beglückwünschen. Alle hier sind euch überaus dankbar für eure Hilfe. Nehmt dieses Geld als kleines Anzeichen unserer als kleines Zeichen unserer Dankbarkeit. Ja gut, nicht mal Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ja, aber immerhin 250 Gold. Ja gut, also dafür, dass der Dungeon so doof war, ist das jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig. Ah, naja, gut. Sind wir aber hier im Dorf offenbar auch fertig, würde ich jetzt mal behaupten. So, was? Da fehlt. Ach nee, nee, Quatsch. Das ist nur eine Halblingsfrau gewesen. Ich dachte gerade, irgendeiner aus unserer Gruppe rennt da noch lang. So, dann, ja, werde ich das Gebiet hier noch zu Ende erforschen, natürlich. Halblingsfrau. Oh, ein Wolf. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Na komm. So, okay. Achso, nee, das. Moment. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Anpassen, Skripts. Du hast Kämpfer aggressiv. Ja, das will ich eigentlich nicht hier. Dass sie automatisch heilt. Dann einfach, ja, Standardangriff, ne? Ja, so. Ich habe jetzt, das hatte ich ja gestern schon mal gesagt, dass ich mich mit den Skripts mal ein bisschen befassen werde, also mich da mal schlau machen werde, wie man ja selber Skripts anlegt. Ich habe es seit gestern natürlich noch nicht geschafft. Ne? Also steht noch offen, steht noch aus, meine ich so, ist noch offen. Nichts mehr. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Gut, also, ja, hier gibt's noch potenziell eine ganze Menge zu entdecken. Oder auch nicht, wenn jetzt hier schon die Klippen sind. Ja, ich denke mal, da wird's irgendwo noch weiter nach oben gehen. Ja, hier, das sieht doch schon sehr stark danach aus. So. Jetzt werdet ihr es bereuen! Na komm.
Warum? Ich werde es nie kapieren und egal. Braucht ihr etwas? So gut wie erledigt. Also ein ordentlicher Kampfskript, der sollte eigentlich auch so programmiert sein, dass sie zumindest ein bisschen auf Abstand gehen, die Fernkämpfer. Logischerweise. Also da im Nahkampf stehen bleiben und mit dem Bogen da agieren, das ist halt ziemlich dämlich. So, düster Schrecken. Du bist gelähmt. Ja, gut. So. Achso, kein Platz mehr. Ja, mal wieder. So. Den Trank da rein. Das dahin. Das dahin. So, kannst du das identifizieren? Nein, natürlich nicht. Dann. Mensch. Moment, so. Mausunterlage schon verrutscht gewesen. Den kannst du gleich nochmal. Stab des Feuers. Hast du noch einen Platz frei? Nö. Du? Ja, du hast noch einen Platz frei. Was waren das überhaupt jetzt? Ach, Schutzformel gegen Gifte, okay. So, speichern. Kette jetzt nicht vergessen, genau. So, und hier geht zumindest irgendwie noch runter. Ach Mensch, Minsk. Der ist ja schon wieder nicht angewählt jetzt. Oh, doch, da kann noch ein bisschen was kommen. So an Gebieten. Oder an Gebiet zum Aufdecken. Ja, schauen wir einfach mal. Draka und Molka. So, da treffen wir uns also doch noch. Arme kleine Verwirrlich. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, warum ihr jetzt sterben müsst, was? Ich wette, ihr hattet schon mehrere Begegnungen mit verschiedenen unfähigen Kopfgeldjägern. Tja, damit ist jetzt Schluss. Ihr müsst sterben. Ich bin sicher, ihr werdet uns ungefähr genauso viel Ärger bereiten, wie das restliche Lumpenpack, das wir umgebracht haben. Ja, das wird ein schöner Mord, Kleider. Wenn ihr sterbt, dann denkt daran, dass es Molka war, der euch getötet hat. Oder auch nicht. Oh, wow. Es sind doch ein paar mehr noch. Ja, toll. Ich kann gerade auch nichts dagegen machen. So, Spiel laden. So, dann. So gut wie erledigt. Dann setzen wir da mal ein paar härtere Mittel ein gegen die. So. Na komm, da den kleinen Fitzel aufdecken. Da unten auch. Und irgendwo hier. Taikoko Watching. Hallöchen. So, wo kamen die jetzt? Hier irgendwo war das, ne? Speichern. Eins deiner absoluten Lieblingsspiele, okay? Ja, ich meine, kann ich absolut verstehen. Kann man immer mal wieder spielen. Fehlgeschlagen. Auch wenn ich so gerade in der letzten Stunde insgesamt, würde ich mal behaupten, doch ein bisschen frustriert geklungen habe, aber das lag halt einfach an dem Dungeon, der ist meiner Meinung nach schlecht designt. Also hier die Feuerweinbrücke. So, gelungen. Für mich ist es aber schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. So, und ungefähr hier.
Deswegen, also an einige Sachen erinnere ich mich noch, an andere jetzt nicht mehr so gut. Aber ja, dann kann ich das wenigstens so ein bisschen nochmal neu genießen. Und die Enhanced Edition hier, die kenne ich im Grunde noch gar nicht. Also die habe ich früher gar nicht gespielt. Warum rennst du so weit nach da? Ach Mann. Ja, hier. Schauen wir mal, ob das noch reicht. Nein. Gut, laden wir direkt wieder, weil doof. So, so. Ja, so grundsätzlich Tipps, ja, aber ich würde darum bitten, dass du es dann nicht übertreibst. Also komplettes Backseat-Gaming zum Beispiel, ja, es ist halt nicht so schön. Du kannst gerne, gerade wenn ich auf irgendeiner Karte zum Beispiel mal was übersehen habe, ja, kannst du mich gerne darauf hinweisen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Ja? Nein, Quatsch. Du machst jetzt Netz. Ich pack den jetzt, ja, hier irgendwo hin. So. Renn nicht. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, renn nicht so weit nach vorne. So, dann einmal hier. Und einmal. Achso, ja, das kannst du machen. Also so generelle Tipps kannst du immer geben. Was immer ihr braucht. Na, toll. Die sind jetzt doch nicht dicht genug dran, wie es aussieht. Okay, der war aber dicht genug. Och, 21 Schaden. Wie befohlen. So, kommt mal her. Haha, in die Falle gegangen. Braucht ihr etwas? Wenn ihr euch da so sicher seid? Einmal so ein bisschen Position bringen. Warum ist Minsk... Achso, ja, ja, klar, weil ich ihn schon wieder... war ja gelähmt vom Masten. So, du hast noch einen Feuerballstab, ne? Genau. Na gut, jetzt ist das Netz auch weg. So und so. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Da ist schon jemand tot. Achso, ja, ja, ja. Dass man Magier immer mit Fernwaffen unterbeschossen, das ist. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich auch logisch und offensichtlich. Oh, und irgendeiner hat ein Level up. Wer war es jetzt? Ja gut, guck ich gleich mal in Ruhe nach. Gut, oh. Da. Ach, der lebt ja doch noch hier. Verdammt. Komm weg. Und ich sollte wieder ein bisschen häufiger Magie auch benutzen. So, und so, gerade, ja stimmt, der hat gerade Spiegelbild. Gerade da ist man, ist das magische Geschoss Gold wert. So, den, erstmal die ganzen Sachen. Oh, wow. Achso, du hast keinen Platz mehr. Morgenstern kann ich nicht so identifizieren. Schade. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie gut du die Enhanced Edition kennst. Aber da gibt es halt einige, ja, Neuigkeiten. Also, weiß ich, hier die drei Behälter zum Beispiel, die gab es ja im Original ersten Teil 2. Wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie gut du dich da schon auskennst. Ob du die überhaupt schon gespielt hattest. Oder nur das Original. Also nur in Anführungsstrichen. Okay. Nichts. Da rein, da rein. Habe ich noch einen? Nee, okay. Müsste ich vorher noch rasten einmal. Gut, sie ist nicht überladen. Achso, ah, okay. Alles klar. Nee, dann wenn ihr euch da sicher dann weißt seid? Du da ja auch Bescheid.
Frau. Ja, gut, dann nehme ich die Rüstung. Nee. Nehme ich die Rüstung auch noch schnell. Nein, den Helm wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Egal. Schmeiß mit dem mal kurz weg. Zauber lernen. Jo, passt. Gut, aber so langsam wird es wirklich Zeit, dass wir mal wieder in die Stadt gehen. Ah, kurz warten, bis die beiden sich wieder beruhigt haben. Ist das eine Höhle? Nö. Kali, komm her. Gut. Mhm. Ey, das hat gut gepasst eben, vom Timing her. Komm her, und er kommt. Genau in dem Moment. Muss ich mal öfter probieren. Ja, genau, also sind schon sinnvolle Verbesserungen, gerade, ja, im Endeffekt, so ganz grob gesagt, ist es ja einfach nur Baldur's Gate 1 mit der Baldur's Gate 2 Engine. Und Baldur's Gate 2 hat ja einige Sachen damals schon deutlich besser und angenehmer vor allem gemacht. Ab und zu fühlt sich das ein kleines bisschen komisch an, weil ich habe in erster Linie tatsächlich damals immer Baldur's Gate 1 gespielt, also Teil 2 auch, so ist es nicht, aber hauptsächlich Teil 1. Und war erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so diese ganzen Elemente aus Teil 2 hier im ersten Teil zu sehen. Ja, ja, genau, die Pickup-Leiste. Hm? Genau, die ist komplett neu, richtig. So. Oh, da ist noch ein Edelstein, den nehmen wir auch mit. Achso, wir hatten doch irgendwo ein Level-Up noch. Ach, sieh an. Hi. Wegen irgendwas hatte ich gerade überlegt. Achso, übrigens die Werte. Sie hat jetzt halt auch die Klaue von, Klaue von Azukas. Also wo sie auch Konstitution minus 2 bekommt. Sie hat im Gegenzug aber auch ein Buch der Konstitution schon und ein Charisma-Buch. Da habe ich wirklich Ewigkeiten gewürfelt, bis ich da insgesamt 94 waren. Die da insgesamt die 94 zusammen hatte. So, Stufe erhöhen. Oh, ja, gut, viel macht er, also viel Sinn sehe ich da jetzt nicht drin, aber ja, nehmen wir das. Und ich habe jetzt schon wieder nicht drauf geachtet, was sie da alles bekommen hatte eben. Ja gut, schauen wir mal, da ist alles voll, da ist auch voll. Oh, eine zweite Schädelfalle für sie. Oder ein Feuerwall. Hm. Ich nehme die Schädelfalle. Feuerwall habe ich notfalls über den über die Stäbe dann noch. Ja, sind nicht auch. Ach nee, Quatsch. Gut. Ja, genau. Naja, Stärke 18, Konstitution 18 ursprünglich. Ne, wie gesagt, durch das Buch ist es dann auf 19 hoch noch. Ist tatsächlich ungewöhnlich, aber solange sie Intelligenz 18 hat, passt das ja. Also das ist ja für die Magier halt logischerweise der wichtigste Wert. Und wenn der stimmt, oh, kann der Rest ja halt quasi beliebig verteilt werden. Ach nee, hier ging es irgendwo noch hoch. Hier war irgendwo die Rampe. Hier, glaube ich, ne? Ja. Das hier auf der Karte finde ich halt irgendwie ein bisschen hässlich, diese Ansicht. Aber gerade für solche Momente ist es ganz praktisch, weil man da genau sieht, ah, hier kann man hochgehen. Aber so finde ich es halt einfach hübscher. Das ist, Moment, ich kann die Klaue kurz zeigen. Das ist die, die man in der hohen Hecke bei dem Magier kaufen kann. Hier. Klaue von Kasgaroth, so hieß er. Ist halt verflucht auf alle Fälle, aber gibt Rüstungswurf um 1 verbessert halt. Gegen Geschosswaffen nochmal um 4 verbessert und ja, gegen verschiedene bei verschiedenen Rettungswürfen noch eine Verbesserung, außer gegen Tod. Und halt Konstitution minus 2. Also ja, Vor- und Nachteile. Und hi Kalle. Hallöchen. Ja, und die Konstitution beim Magier über 16 zu haben, bringt eh nichts. Nur deswegen ist es der Aspekt, hier mit Konstitution niedriger, ist an sich jetzt nicht wirklich schlimm.
Halt der Rettungswurf gegen Tod, das kann schon mal ein bisschen was ausmachen. Gerade wenn dann wirklich ein Todeszauber kommt. Obwohl eigentlich auch sowas wie Schlafen, das, da kann es halt auch schon sehr nervig sein. Aber ja, dafür halt gegen alle anderen Rettungssachen ein Bonus. Was? Ach so, ach, ich laufe hier in so einem kleinen Tal dahinter lang. Okay. Das hat von der Perspektive her eben so ein bisschen verwirrt. Oh Gott. Ja gut, das warte. Es kam nur so plötzlich gerade. So. Nehmen wir das. Das ist halt auch ganz praktisch, nicht nur, dass man halt die Gegenstände so besser einsammeln kann. Man kann halt, man hat halt auch während des Kampfes ein bisschen was zu tun hier. So. Während die da am Kämpfen sind, konnte ich schnell die Sachen einsammeln, immer wenn sie auftauchten. Ja, dann ist das nicht ganz so langweilig. Ist man nicht so zum passiv Zuschauen, verdammt. So, du dürftest das auch schon haben, ja. So. Gut, ich speichere mal nochmal. Sicher, sicher. Ja gut, KI ausmachen hilft natürlich auch, aber ja, ist halt so schön bequem, wenn die KI an ist. Gib's ja zu, ich bin da ein bisschen faul in der Hinsicht. Gut, aber ich hab's halt auch schon meiner Meinung nach zumindest oft genug gespielt, dass ich mir solch einen kleinen Luxus dann erlauben darf. Behaupte ich jetzt. Ach, hier wäre ich doch lang gekommen. Okay. Ja gut. Aber da hoch geht's offenbar nicht. Nö. Und da dann scheinbar auch nicht mehr, ne? Okay, dann sind wir hier fertig in dem Gebiet. Auch wenn da jetzt so viel noch, ja, noch nicht aufgedeckt ist, aber da kommen wir halt einfach nicht ran. Dann ist es halt so. Kann ja jeder, wie er mag. Völlig okay. Ich hebe mir nur gerne die Spells und... Achso, ja, ja, ja. Achso, nee. Ich habe extra auch entsprechende Skripts eingestellt, wo halt keine Zauber benutzt werden. Also sowas mag ich nämlich auch nicht, wenn die da eigenständig dann irgendwie mit Zaubern um sich werfen. Aber sowas wie Nah- und Fernkampf-Skripts reinmachen, das reicht ja für die meisten, ja, für diese Xwart-Kämpfe und dergleichen. Ansonsten kann man ja immer jederzeit Pause machen und dann halt wirklich manuell da irgendwas rein. Ja, Mann. So, ja. Alles, was jetzt hier schon, also was wir noch nicht betreten haben, ist jetzt auch aufgedeckt komplett. Also so weit es geht halt. Na gut, außer die Brücke, da kommen wir ja noch nicht komplett rüber. Aber da haben wir doch schon... Und Kerzenburg. Da kamen wir ja in der Kerzenburg an sich auch nicht ganz weiter. Naja, da haben wir doch schon einiges geschafft. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, also ich werde jetzt auf alle Fälle nochmal einkaufen, genau. Beziehungsweise viel mehr verkaufen als einkaufen, aber egal. Wenn ihr euch da sicher seid. So, wo bist du? Die suche ich jedes Mal hier, die, So gut wie erledigt. Na, Offizier Wei, so hieß sie, ne? Ach da, okay, die war irgendwo weiter hinten, diesmal. Kein Wunder, dass ich sie hier vorne im Schankraum nicht finde. So, wir haben nochmal 4 Skalpel, 27 gerade mal. Das ist noch nicht allzu viel, aber immerhin. So, bei dir, ich weiß gar nicht, konnte ich bei dir überhaupt irgendwas verkaufen? Nee, konnte ich gar nicht. Gut, dann... Erstmal verkaufen. Wenn ihr euch da sicher seid. Rein. Okay. Na kommt. Bisschen schneller, bitte. Okay, das klang ein bisschen komisch. Die standen alle schon vor der Tür, man hat immer noch Schrittgeräusche gehört. Wenn da so auf der Stelle marschieren. Nur ein klitzekleines bisschen mehr, kann ich alles machen, was ihr wollt. So, Nestas Dolch, nein. Hier, das behalte ich sicherheitshalber auch mal.
Feuerpfeile behalte ich auch, aber gebe ich dann gleich rüber. Achso, das war's hier schon. Na gut. Behalte ich. Nee, den behalte ich jetzt nicht mehr. Die Pfeile behalte ich aber. Das kann weg hier alles. Pflege plus 1 ist 1000 Gold wert. Wow. Ich meine, ich habe halt niemanden, der Pflege benutzt. Deswegen kann ich den ruhigen Gewissens auch verkaufen, aber. Stimmt, du hast ja noch so viel. Ja, gut, ich hätte vielleicht doch erstmal rasten sollen. Egal. So, hier will ich jetzt nicht auf offener Straße schlafen, deswegen gehe ich doch wieder nach unten. Weil auf offener Straße wird man dann schnell mal von der flammenden Faust angesprochen. Von wegen, nee, das finden wir jetzt nicht so toll, das ist nicht ganz so gut. Wir sind da nicht so große Fans von. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ohr. Okay, so, dann werden wir jetzt immer mal einmal übernachten. Ach, Moment, nee, wir macht's, damit es ein bisschen schneller geht. So, die drei weg, die drei dafür rein. Und dann einmal übernachten. Bei mir Aua ist das Bier. Obwohl es eigentlich keinen wirklichen Unterschied mehr macht, aber egal. So, und dann darfst du jetzt. Oh, das reicht genau aus, glaube ich, ne? Kettenhemd des Todes, plus 2. Rüstungsklasse 3, minus 2 gegen Klingenwaffen, plus 2 gegen Wuchtwaffen. Ja, gut, Klingenwaffen sind wir besser geschützt gegen. Wuchtwaffen dann allerdings umso schlechter. Also gleicht sich im Endeffekt aus. Die Sache ist, das Einzige, was dann wirklich Hervorstechungsmerkmal wäre, ist halt die Rüstungsklasse 3. Aber da haben wir mit den drei Charakteren, die das überhaupt tragen könnten, da hat jeder schon eine bessere Rüstung. Zwei Ankeck-Panzer und ein, ich glaube, Schienenpanzer plus 1 oder so. Also können wir definitiv nicht gebrauchen. Es sei denn, es würde jetzt nur noch gegen Klingenwaffen gehen, aber ja gut, wenn die hier Rüstungsklasse 1 haben, gegen Klingenwaffen hat das Ding ja effektiv auch Rüstungsklasse 1. Und ja, die anderen Rüstungen haben es halt gegen alles, nicht nur gegen die Klingenwaffen. Ja, da ist der Ankeck-Panzer, also der andere, und hier kann ich nochmal gucken. Ja, die ist besser im Endeffekt. Rüstungsklasse 3, genau wie die andere. Minus 3 gegen Klingenwaffen, also nochmal um 1 besser. Und die hat halt den Malus von plus 2 gegen die, was war das? Schlagwaffen oder Hiebwaffen oder so. Nicht. Ja, ich glaube, die andere ist noch ein bisschen leichter, aber ja, das soll mir dann egal sein. Moment, ich gucke nochmal kurz. Ja. Okay, die wiegt nur 10 im Gegensatz zu 50, aber, also im Vergleich zu den 50. Aber, ja, das ist es mir dann trotzdem nicht wert. So, dann. Klingt zwei Pfeilen. Naja, egal. Pfeil der Durchbohrung. Okay. Das ist ein Morgenstern plus 1. Ja, okay. Und ein Langschwert plus 1, richtig? Oder ist das noch was Besonderes, ne? So, so. Ach, die Pfeile können ja auch direkt zu ihm. So. So, das wird dann alles verkauft. Habe ich da oben. Das ist plus 1 und plus 2, ne? Feuerpfeil. Achso, ja, die ganzen Feuerpfeile. Die kann ich ja mal kurz hier bei ihr sammeln, alle. Und dann einmal identifizieren. Und dann kriegst du die auch. So, so. So, so, so. Okay. Also er soll im Moment einfach nur die magischen Pfeile sammeln.
Achso, ja, ganz wichtig, erstmal die Zauber wieder umstellen hier. Sonst hat sie fünfmal identifizieren, aber nichts anderes. So, so, so. Und dann, wie spät haben wir es jetzt gerade? Zweite Stunde, ja, da können wir nochmal rasten. Sonst sind die Geschäfte ja gar nicht offen. Ich muss aufhören, mein eigenes Bier zu saugen. Ja, das wäre eine gute Idee. Mein Hauptcharakter, Moment, eigentlich haben die immer auf gleichem Level auch den gleichen Sagenkundewert. 28, oder hatten sie zumindest immer, ja, 25, weil ihr einfach noch ein Level fehlt. Na, aber sie hat aktuell den höchsten Sagenkundewert und entweder genau denselben wie Dünner hier oder halt höher. Je nachdem, ob sie ihr Level up schon hatte. Ich bin dran wie die Hässlichkeit am Ork. Aber ist definitiv auch der höchste Sagenkundewert in der Gruppe. So, jetzt hier den Rest noch schnell verkaufen. Na, rein da. So gut wie erledigt. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So, du hattest das ganze Zeug, ne? Genau. Langschwert, das kann alles weg. 2500 ist das wert, wow. Und schon sind wir wieder bei über 13.000. Das ist auch schön. Genau, Munition, vor allem Kugeln muss ich noch holen. Und dann wollte ich hier den Edelsteinbeutel noch ein bisschen ausmisten, ausräumen, wie auch immer. Da nur ein jeweils, hier auch nur einer, da haben wir 6 Stück von, da haben wir auch 2 von, da auch. Türkis ist echt nur ein, nee, ist 2 wert, ja. Ich habe ja bisher erst einen ausgewählt. Ich habe für den einen Türkis vorhin 1000 Gold bezahlt, nur zur Erinnerung. All die Edelsteine, die ich jetzt gerade verkaufe, sind nicht so viel, na doch, nee. Sind sie tatsächlich nicht. Sind nicht so viel wert, wie ich vorhin für den einen Edelstein ausgegeben habe. Das ist mies. Aber naja, was soll's. Oder ist hier noch irgendwo ein Edelstein dabei? Nö. Gut, ja, das kaufst du eh nicht an. Achso, Munition. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Na komm. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So, dann kauf du erstmal hier Kugeln. Und zwar, wie viele? 12, ja, können ruhig erstmal 24 sein. Ich glaube, na, eigentlich kann ich sogar gleich 32 kaufen, wenn das ins Inventar passt zumindest. Ja, hat sogar noch reingepasst. So. Dann die Kugeln alle mal rübergeben. So. So. Ach Gott. So. So. Das ist immer ein bisschen nervig hier. Wenn man die ganzen Gegenstände so einzeln rüberziehen muss. So. Gut, dann ist das voll. So. 3, 6, 9, 12. 15, 18, theoretisch, nee, ich lasse es bis hier, so, die letzten 4 bleiben dann frei. Also, 4, ja, 4 mal 4, also 16, 18 insgesamt, dann... Ja, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Wo ist er denn jetzt hier? Da. Ihr habt gerufen? Nein. Braucht ihr etwas? Da ist er. Wow. Es sind zu viele Leute auf einem Haufen. Was hatte ich jetzt gesagt? 18, ne? Na gut, das hätte ich jetzt auch rein oder eintippen können stattdessen, aber naja, was soll's. So, so, so. Ja. Na gut, und die 18, die da jetzt auch übrig bleiben, die behalte ich jetzt. Im Inventar, die kommen dann irgendwann. Ja, werden die damit draufgepackt. So, und du
Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. 6 mal 4. Achso, ja, 6 mal 4 sind 24, so soll ich vielleicht sagen. 28. Ja, 29. Und dann habe ich noch 2 Bolzen übrig. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Obwohl, ja, so viel kann sie gar nicht auf einmal nehmen, ne? Bolzen, Bolzen, Bolzen. Da. Ja, gut, mache ich erstmal 20. So. Damit es ein bisschen schneller geht, so. Also, ihr Inventar will ich komplett voll machen jetzt mit Bolzen. So, und. So, und jetzt 2 Stück wegnehmen. Die wegschmeißen. Also 4, 8, 9. 9. Für nur ein klitzekleines bisschen Bolzen mehr kann ich alles machen, mit ihr, was ihr wollt. Mit ihr, so. Da, 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 da. Wo sind sie jetzt? Da. Ja? Ah, na super. Kann sie jetzt? Nee. Na gut, dann kauft jetzt irgendein anderer noch 20 Bolzen. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Es ist gerade ein bisschen doof hier. Aber gut. Nee, war nur eine leichte Armbrust. Hä, wo sind sie denn jetzt? Habe ich die? Hä, finde ich gerade doof da. So, einmal kaufen. Mich kümmert's nicht. Wenn ich verschwinde jetzt. Das ist immer so der Standardspruch. so, jetzt aber. Gut, komplettes Inventar voll mit Bolzen. Das sieht schon mal gut aus. Oh, Garrick der Bade, ein Sagekundewert von 80 hatte. Wow. Fast alles einfach so identifizieren. Ja, ja, genau das, was du zum Schluss noch schreibst, das ist halt leider bei Baldur's Gate 1 und meiner Meinung nach auch bei Teil 2 noch der Fall. Die Baden sind fürs Identifizieren sind richtig gut, aber für sonst was eigentlich nicht so wirklich. Also die haben ansonsten keine wirkliche Daseinsberechtigung, finde ich zumindest. So gut wie erledigt. Soweit ich weiß, soll es in Icewind Dale zum Beispiel ein bisschen besser sein, aber das habe ich tatsächlich selber noch nicht gespielt. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Muss ich mal sehen. Aber ja, bisher hat sich das einfach noch nicht ergeben. Okay, warum sind die schon wieder so weit hinten? Egal. Nee, ansonsten ist der Bade halt, wie gesagt, nicht so wirklich zu gebrauchen. Deswegen, warum dann einen Baden mitnehmen, wenn man stattdessen, weiß ich, Magier mit Identifizieren dabei haben könnte? Kann man sich ja sogar ganz am Anfang gleich auswählen, den Spruch. Ist ja so, generell so der Standard. Die ersten beiden Sprüche, die man am Anfang auswählen kann. Genau. Magisches Geschoss und Identifizieren. Ich kenne kaum jemanden, der das anders macht. So, die wollte ich behalten. Schnelligkeitsöl. Nee. Das ist halt auch wieder so ein Ding in der Theorie echt gut, aber ich würde es halt so gut wie nie benutzen. Genau wie das hier, Spiegelelixier. Ja. Wenn ich es dann mal brauche, dann denke ich halt einfach nicht dran. Gegengift genau dasselbe, Absorptionstrank auch. Oder was machte der nochmal? Ja, genau. Trank der Steinform kann auch weg. Heldentrank. Achso, ja, genau, das war das Ding. Ja, kann auch weg. So. Theoretisch könnte ich sogar hier die meisten noch verkaufen, aber nee, das lasse ich mal. Die kann ich eventuell später doch noch gebrauchen. So. Oh, wow. 11 Silberketten, 16 Silberringe. Ja gut, die sind halt alle auch nicht wirklich viel wert. So. Steinringer, oh, Feueropalring. Der ist schon einiges wert. Jadering, 2 Stück. Aber doch eine Menge Schmuck gefunden, auf alle Fälle. Engelshautring, na komm, 2 Stück.
Davon haben wir auch nochmal drei. Einen Flammentanzring haben wir, einen Onyxring, eine Perlenkette. Über 2000 nur mit den Ringen und Ketten. Oh doch. Ach, das Idol hier haben wir auch noch. Ja. Ähnliches wie bei den Tränken. Irgendwie habe ich die zwar, also die können tatsächlich natürlich auch sehr nützlich sein. Ja, hier, der Brief kann auch weg. Aber, ja, ich benutze halt nie, weil ich dann in dem Moment immer nicht dran denke. So. Vielleicht werde ich es irgendwann mal bereuen, dass ich die dann verkauft habe. Ach, und den Fluch der Hässlichkeit kann ich tatsächlich nicht verkaufen. Okay. Dann... So. Nee, hey, Quatsch. Ach doch, ich habe auf der rechten Seite eben geguckt. So, der kann dann hier mal weg. So, okay. Bup, 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 bup. Obwohl, nee, Moment. Den Fluch der Hässlichkeit, ich nehme den mal doch mit. Vielleicht ist das irgendein Quest-Item oder so gewesen. Ich glaube zwar nicht, aber der verbraucht ja hier jetzt keinen Platz oder dergleichen. Also da stört er ja nicht. So, wir sind ausgeruht. Wir haben einiges geschafft. Ich bin dran wie die Hässlichkeit dann am Ort. Würde ich sagen, ist das tatsächlich ein guter Zeitpunkt, um für heute den Stream mal zu beenden. Ich meine, sind ja mittlerweile schon, also mit Pre-Stream zumindest über 6 Stunden schon wieder. Da kann ich doch ohne schlechtes Gewissen das heute ja, beenden halt. Genau. Speichern und Coco Watching. Vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. So, nach... Ja, genau. Nach Stream 5 dann in dem Fall. Upp. Na, hey. So, geht doch. Ja, dann soll's das für heute gewesen sein. Verlassen. Moment, eine Sache gucke ich noch ganz kurz. Und zwar, wie es mit Erfahrungspunkten jetzt aussieht. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt sogar eine ganze Menge. Da auch. Oh, da. Hier. Okay, die unteren drei. Ja gut, hier dauert es halt auch noch ein gutes Stück. Aber Imoen wird bald noch ein Level aufsteigen. Und irgendwann danach dann Dina hier auf Level 6. Okay. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Spiel verlassen.